Ja, liebe Mitglieder unserer Förder- und Freundeskreise, liebe Stefanie Plappert, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zur Eröffnung unserer Ausstellung Bewusste Halluzinationen, der filmische Surrealismus. Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer groß angelegten weltweiten Recherche, die das Ausstellungsteam rund um die Kuratorin Stefanie Plappert in monatelanger Arbeit geleistet hat. Auf der Suche nach surrealistischen Filmen und den Einflüssen des Films auf die anderen Arbeiten der Surrealisten konnte das Team aus den internationalen Archiven hierzulande unbekannte Schätze heben. Die Ausstellung lädt ein zu einer Entdeckungsreise, die von der Hauptstadt der Surrealisten, dem Paris der 1920er Jahre, ausgeht und die rasante Verbreitung surrealistischer Ideen und der auf ihnen basierenden Filme verfolgt. Über Europa bis nach Südamerika und Asien am Ende der 1930er Jahre. Die Trouvailles, die das Team dabei entdeckte, gruppieren sich um den Mittelpunkt der Schau, nämlich Dalís und Buñuels Meisterwerk von 1929, Un chien andalou. 39 Filme und Filmausschnitte aus 11 Ländern. Das bedeutet insgesamt mehr als 3 Stunden irritierende, fantastische, krude, gewaltsame, verstörende und auch komische Bilder. Kurzum, Surrealismus in Bewegung. Mit Filmen darunter, die in Deutschland bisher noch nie zu sehen waren. Zitat, geradezu sensationelle Überraschungen. Zitat Ende, wie die Frankfurter Rundschau heute schrieb. Eine erlesene Ausbeute, die in Verbindung mit Exponaten aus anderen Künsten eine Verdichtung des Begriffs filmischer Surrealismus erzielt, wie sie so zum allerersten Mal stattfindet. Echtes Neuland also, ausgehend von einem Klassiker. Das ist, Sie haben es bereits gemerkt, eben ein andalusischer Hund, fast auf den Tag genau 85 Jahre alt, dennoch frisch und unverbraucht als filmischer Angriff auf Logik, Vernunft, Moral. Die Gruppe der Surrealisten jubelte. Die Hoffnungen, die sie in das Kino gesetzt hatten, schienen sich anno 1929 mit diesem Film endlich zu erfüllen. Mit einem Werk, dessen visuell starke Motive laut Buñuel aus seinen und Dalís Träumen spontan entstanden waren, die jedoch einen immensen Aufwand und hohes filmisches Handwerk erforderten, um sie angemessen in das Medium umsetzen zu können. Diesem Zwiespalt, das Unbewusste äußert sich spontan, Telefon. Das Unbewusste äußert sich spontan in assoziativen Bildern. Sie im Film zu verwirklichen, verlangt aber einen bewussten. Sagen Sie einfach, Sie sind nicht zu Hause. Alle anderen Handys ausgemacht? Gut. Geht's? Gut. Also, dann wiederhole ich das gerade nochmal. Diesem Zwiespalt, das Unbewusste äußert sich spontan in assoziativen Bildern. Sie im Film zu verwirklichen, verlangt aber einen bewussten, kalkulierten, technisch aufwendigen Prozess. Diesem Zwiespalt verdankt die Ausstellung ihren paradoxen Titel, Bewusste Halluzinationen. Das Paradoxe, der Zusammenprall des Unvereinbaren, war eine der Ausdrucksformen der surrealistischen Avantgarde um den Schriftsteller André Breton, dessen handschriftliches Manuskript seines surrealistischen Manifests von 1924 zu den unbestrittenen Höhepunkten unserer Ausstellung gehört. Irritieren, desorientieren, schockieren. Das waren erhoffte Wirkungen der Werke der Surrealisten und Un chien andalou erzielt sie zuverlässig und bis auf den heutigen Tag. Wobei der Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft, auf Moral, Staat und Kirche durchaus auch komische Züge trägt. Gewaltfantasien, Erotik, Zerstörungslust, absurde Komik,
Realitätsverlust, Traumbilder. All diese Motive finden sich auch in den nachfolgenden Filmen wieder, die unsere Ausstellung zum ersten Mal vereint und damit zu einem vergleichenden neuen Sehen einlädt. Die Surrealisten liebten das Kino, das Unbürgerliche und Verrufene als Erfahrungsraum, in dem gedankliche und emotionale Prozesse freien Lauf erhalten, in dem die Kontrolle durch die Vernunft, wir kennen das alle, ausgeschaltet wird und der Film mit seinen Möglichkeiten zu narrativen Brüchen, Montagen, technischen Verfremdungen in seinen Bann zu ziehen weiß. Diese Filmerfahrung war ihnen Vorbild für ihre späteren Experimente mit automatisierten Formen, Collagen, seriellen Fotografien. Bewusste Halluzination unserer Ausstellung verdeutlicht diese Wechselwirkungen und bringt überraschend erscheinende Verbindungen zum Vorschein, etwa dort, wo das besondere Interesse der Surrealisten am Dokumentarischen in den Filmen und Arbeiten erkennbar wird oder dort, wo man bei aller Respektlosigkeit und Brutalität der Bilder dennoch unwillkürlich lachen muss. Die Ausstellung und die ihr vorausgegangenen aufwendigen Recherchen, der Transport zahlreicher Leihgaben und Filme aus aller Welt, die Filmreihe hier im Haus und das Programm des Surrealismus-Sommers in der Region sowie nicht zuletzt der Ausstellungskatalog ab heute käuflich zu erwerben. Es wäre nicht denkbar ohne unsere Unterstützer und Förderer, die sich mit uns für das Thema begeistern konnten. Wir danken an erster Stelle dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, ganz besonders dessen Geschäftsführer Dr. Helmut Müller sowie der Kuratorin und stellvertretenden Geschäftsführerin Dr. Julia Kloth. Dank auch natürlich an unseren Kooperationspartner Institut Mathildenhöhe in Darmstadt. Ralf Beil und sein Team verlegen mit ihrer Ausstellung Der Stachel des Skorpions den Surrealismus ins Heute. Gegenwartskünstler interpretieren Louis Buñuels zweites surrealistisches Meisterwerk L'Âge d'Or aus dem Jahre 1930 in 6 Videoarbeiten neu. Diese temporäre Ausstellungsinstallation auf dem Außengelände der Mathildenhöhe ist seit Samstag zu sehen und ich kann Ihnen versichern, auch dieser Besuch lohnt sich. Die Stadt Frankfurt am Main, die das Deutsche Filmmuseum nicht nur insgesamt unterstützt, sondern immer wieder auch Einzelprojekte fördert, hat ebenfalls unverzichtbare, substanzielle Unterstützung geleistet, damit unsere Ausstellung zustande kam. Vielen Dank dem Kulturdezernenten Professor Semmelroth und der Leiterin des Kulturamtes Carolina Roman. Mit der Art Mentor Foundation Luzern konnten wir einen neuen Förderer für unsere Arbeit gewinnen, was uns mit Stolz erfüllt. Mein Dank geht an Dr. Hans Müller, den Präsidenten der Stiftung, sowie an die Mitglieder des Stiftungsrates, allen voran besonders Evelyn Christ. Und schließlich der begleitende Katalog, ich zeigte Ihnen eben den schon und er kann käuflich erworben werden, wurde ermöglicht durch die Georg und Franziska Speyersche Hochschulstiftung, auch dafür unseren Dank. Ein besonderer Dank, ich sagte es schon eben, geht an unsere Leihgeber. Es sind immerhin mehr als 50 weltweit, die ihre wertvollen Objekte in die Obhut unseres Hauses gegeben haben, sowie unseren zahlreichen Partnerfilmarchiven weltweit, die unschätzbare Hilfe bei der Recherche leisteten. Die surrealistische Weltreise, die Sie gleich erleben werden im Ausstellungsraum, verdanken wir dem Gestaltungsbüro Duncan Macaulay in Berlin. Gebaut wurde die Ausstellung vom Art Department Studio Babelsberg. Die extra auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Medientechnik kommt von Certis & Fay aus Karben. Der Katalog und die Werbemittel wurden von Mind the Gap Design hier aus Frankfurt gestaltet. Und ich danke allen, wirklich allen Unternehmen für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit. Und ich denke, die ist in der Ausstellung erlebbar. Last but not least kommt das Projektteam, das mit Begeisterung und großem Engagement in relativ kurzer Zeit eine beeindruckende Ausstellung aufgrund einer ausführlichen Recherche realisiert hat. Mein herzlicher Dank geht an Svetlana Sviatskaya,
für die Redaktion des aufwendigen Katalogs. Eva Lenhardt, die als kuratorische Assistentin bei uns gearbeitet hat. Jessica Niebel für das erfolgreiche und gewohnt tadellose Projektmanagement. Und besonders natürlich an Stefanie Plappert für die Kuration der Ausstellung. Ihre, eure Forschungs- und Recherchearbeit hat die kunstübergreifende internationale Betrachtung des filmischen Surrealismus erst möglich gemacht und eine Ausstellung hervorgebracht, die ambitioniert ist und innovativ mit dem klaren Ziel, die filmischen Produktionen, die bewussten Halluzinationen der Surrealisten und deren Anhänger für das Publikum, für sie alle wieder erfahrbar zu machen. So ist unsere Ausstellung Bewusste Halluzinationen, der filmische Surrealismus, denken wir und hoffen wir, ein weiterer Höhepunkt in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Deutschen Filmmuseums und in gewissem Sinne auch ein Geburtstagsgeschenk an unsere Besucherinnen und Besucher von uns als weiterer neugieriger und innovativer Blick, den diese Ausstellung ermöglicht, auf die Interferenzen der filmischen und der anderen Künste, an denen uns besonders gelegen ist, als Reise zurück in eine der grundlegenden und aufregenden Epochen der Filmgeschichte und als pure Feier des Mediumfilms. Wir wünschen Ihnen, unserem Publikum, eine angeregte und durchaus auch aufgeregte Reise. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bevor Professor Semmelroth zu Ihnen spricht, sehen wir einen weiteren Ausschnitt aus Achia Andalou. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Claudia Dillmann, sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher Ziegler, liebe Frau Dr. Kloth, liebe Frau Plappert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sagte es gestern schon, einen besseren Einstieg in diese Ausstellung Bewusste Halluzinationen, der filmische Surrealismus, kann man wahrscheinlich nicht finden, als natürlich mit Buñuels Andalusischem Hund, weil einen wirklich so gleich hineinzieht in das, was wahrscheinlich viel auch mit dem Surrealismus verbinden, nämlich die Aufhebung der Grenzen zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, aber auch die Aufhebung der Grenzen natürlich zwischen den Gattungen. Denn es ist ja eine Doppelausstellung, ich möchte das gleich am Anfang sagen. Claudia Dillmann hat es schon erwähnt, auf der Mathildenhöhe ist gleichsam eine korrespondierende Ausstellung. Und das zeigt eben, dass es auch richtig ist, davon zu sagen, ist eine surrealistische Weltreise, die Sie hier vornehmen und die Sie auch unternehmen können, wenn Sie nach Darmstadt auf die Mathildenhöhe sich begeben. Denn natürlich ist es so, dass der Surrealismus nicht beschränkt war auf den Film, obwohl ihn, wie ich glaube, zunächst einmal jeder verbindet mit dem Film. Und dann lohnt es sich eben, nachzuforschen, und das tun diese beiden Ausstellungen. Was ist dem vorausgegangen? Zum Beispiel der Dadaismus. Was ist dem vorausgegangen? Und das passt in diesem Falle wirklich besonders gut, sowohl nach Darmstadt wie nach Frankfurt hier ans Museumsufer, wenn Sie die beiden ebenfalls maßgeblich vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, womit die Kulturregion ja entscheidend gefördert wird, die beiden Schwerpunktprojekte sich noch einmal vergegenwärtigen, nämlich Phänomen Expressionismus und Romantik andererseits. Das ist ja sehr wohl, ohne dass dieses bei dieser Ausstellung wahrscheinlich ganz bewusst so geplant war, aber sehr wohl natürlich Verbindungen gibt, die hergestellt werden können. Und ich bin dabei auf ein Zitat gestoßen, was diese Verbindung sehr deutlich macht. Und zwar vor langer, langer Zeit wurde das geschrieben, im Jahre 1946, in einer der ersten Ausgaben der Wochenzeitschrift Die Zeit von einem Hans Galperin, der darauf hingewiesen hat, dass doch der Surrealismus eine sehr lange, respektable Ahnenreihe habe. Und er fügt in diese Reihe ein, und darüber lässt sich sicher trefflich streiten, trefflich streiten. Er fügt nämlich in diese Reihe ein Hieronymus Bosch, Bruegel, sogar Rembrandt, da hätte ich gewisse Bedenken, muss ich zugeben, Rembrandt als Surrealisten und zu bezeichnen oder als Vorgänger des Surrealismus. Aber Goya, das sieht schon anders aus. Auch bei Caspar David Friedrich hätte ich meine Bedenken, bei Cézanne ganz sicher besonders. Aber gar keine Frage. Natürlich, wenn Sie an
Bosch denken oder an Bruegel denken, dass man dann schon auf einiges kommt, das mit dem Surrealismus in Verbindung gebracht werden kann. Und erlauben Sie mal zu zitieren, wie er damals, 1946, 85 Jahre, Buñuel, 46, nur 17 Jahre später, wie er den Surrealismus definiert. Er schreibt nämlich: Sie alle versuchten, also die Surrealisten, den schönen Schein der äußeren Wirklichkeit zu durchstoßen und zur eigentlichen Wirklichkeit zu gelangen, zur Überwirklichkeit. Sie begnügten sich nicht damit, das wiederzugeben, was sie gesehen hatten. Sie wollten klarer sehen, schärfer und deutlicher, und darum begannen sie zu experimentieren, die Augen zu schließen. Vielleicht wird man dann weniger abgelenkt und getäuscht, oder sie rissen sich das Auge ganz aus, wenn es sie ärgerte. Also auch da schon die Hervorhebung des Motivs des Auges als eines gleichsam surrealistischen, nämlich das Bewusstsein überschreitenden Phänomens. Der Surrealismus hat aber vom Anfang an, und darum sage ich, man verbindet ihn wahrscheinlich mit dem Film, wenn man einfach auf das Wort stößt, weil ganz viele eben Buñuel assoziieren. Aber natürlich, Claudia Dillmann hat es erwähnt, das Manifest des Surrealismus von André Breton war natürlich dafür ganz, ganz maßgeblich. Und wenn Sie in die Literatur schauen, dann ganz sicher auch, was selten erwähnt wird, wie mir aufgefallen wird, natürlich Freuds Traumdeutung. Der Versuch, Sprachzerstörung einerseits zu diagnostizieren und andererseits dann die Sprache zu rekonstruieren. Und wir hatten gestern bei der Pressekonferenz, deshalb erwähne ich das, einige ganz spannende Fragen, denn der Surrealismus in der Literatur ist natürlich unzweifelhaft gegeben, wenn Sie denken an Dylan Thomas und seinen großen Gedichtzyklus Under the Milkwood. Und genauso natürlich bei dem anderen Dylan, nämlich Bob Dylan, der sich ja nach Dylan Thomas wohl benannt hat, bei dem ebenfalls in vielen Songs, gerade der frühen 60er Jahre, bis hin zum Bewusstseinsstrom, meine ich jetzt nicht Joyce mit, sondern auch sehr wohl, was danach noch gefolgt ist, lyrische Bewusstseinsströme. Aber, und ich glaube, das ist auch, und das werden Sie sehen, wenn Sie die Ausstellung besuchen, sowohl hier wie in Darmstadt, dass gleichsam eine Konvergenz zwischen den Gattungen stattgefunden hat. Dass nämlich der Film wahrscheinlich in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, auch wenn Sie an die Écriture automatique denken in Frankreich, dass der Film wesentlich stärker die Literatur beeinflusst hat, als es umgekehrt der Fall war. Und zugleich, ich glaube, das ist das ganz Spannende an dieser Ausstellung, und darum fasziniert mich diese Jahreszahl, 85 Jahre nach dem andalusischen Hund so, dass nach wie vor, ich will nicht sagen, dass dieses aktuell ist, das wäre sicher der falsche Begriff, aber es zeugt davon, dass ästhetische Erfahrungen, dass ästhetische Deutungen offensichtlich unabschließbar sind. Und das wird das Spannende sein bei dieser Ausstellung hier im Deutschen Filmmuseum und auch dann, wenn man nach Darmstadt sich begibt. Wie wird dieses heute gesehen? Welche Verbindungen werden hergestellt? Nicht nur zum Dadaismus, sondern natürlich mit den neuen Medien, die wir haben. Das, was wir eben, wo wahrscheinlich viele gesagt haben, im andalusischen Hund, was einen wirklich körperlich ergreift, wo man sich auch körperlich abgestoßen fühlt, was einen vielleicht anekelt. All dieses, was damals zweifellos nicht nur eine ästhetische Innovation war, sondern ästhetisch natürlich sich auf Neuland begeben hat. Dies ist nicht mehr so. Aber das erfährt man, wenn man in die Ausstellung geht, wenn man sich dem aussetzt, dass der Surrealismus, der filmische Surrealismus, zumal nach wie vor nichts von seiner Radikalität, von seiner Unmittelbarkeit eingebüßt hat. Und viele andere Gattungen, die Fotografie, die Collagen, gerade auch in der Fotografie, die stattgefunden haben, verweisen darauf. Insofern kann ich wirklich nur Ihnen, liebe Frau Plappert, ganz herzlich danken, zum einen aber auch gratulieren, dass Sie sich auf diese, wie es Claudia Dillmann gesagt hat, weltweite Recherche begeben haben, um uns an den Ergebnissen Ihrer Recherche teilhaben zu lassen. Meine Damen und Herren, begeben Sie sich in die Ausstellung, setzen Sie sich hier aus. Ich bin ganz sicher, Sie werden sich angezogen fühlen, Sie werden sich abgestoßen fühlen, aber Sie werden sich vor allem motiviert fühlen, wiederzukommen. Denn viele Bilder werden Sie nicht vergessen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen spannenden Abend.
Liebe Frau Dillmann, lieber Herr Professor Semmelroth, liebe Frau Plappert, liebe Gäste. Der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main ist vor rund 7 Jahren angetreten, um die Exzellenz der Region als Ort der Kultur zu stärken. Dies geschieht auch durch Vernetzung der Institutionen untereinander. Mit diesem Ziel fördert der Kulturfonds die kulturellen Aktivitäten in Frankfurt und Rhein-Main, initiiert Projekte mit nationaler und internationaler Ausstrahlung und setzt Themenschwerpunkte, wie zuletzt Impuls Romantik und ab Sommer 2015 das Thema Transit. Die Ausstellung, die wir heute Abend eröffnen, ist für den Kulturfonds Teil einer idealtypischen Zusammenarbeit. Nach der großen Schau Gesamtkunstwerk Expressionismus, damals war das Filmmuseum wegen Neugestaltung geschlossen, arbeiten das Deutsche Filminstitut und die Mathildenhöhe Darmstadt erneut in einem gemeinsamen Projekt zusammen. 2 multimedial angelegte Ausstellungsvorhaben in Darmstadt und Frankfurt bilden gemeinsam den Surrealismus-Sommer 2014. 2 separate Vorhaben, die sich inhaltlich und organisatorisch ergänzen. Auf der Mathildenhöhe, die ihrerseits dieses Jahr wegen Umbaus geschlossen ist, werden seit dem letzten Wochenende die Arbeiten von 6 zeitgenössischen Videokünstlern gezeigt, die sich kapitelweise mit Buñuels Filmklassiker L'Arche d'Or auseinandergesetzt haben. Also was hier Le Chien Andalou ist, quasi das Herzstück ist dort L'Arche d'Or. Die sich damit auseinandergesetzt haben und damit den filmischen Surrealismus auf seine Bedeutung für das zeitgenössische Filmkunstschaffen befragen. Ähnlich wie im Rahmen von Phänomen Expressionismus das Filmprogramm aus Frankfurt nach Darmstadt ging, so geht es nun von Darmstadt nach Frankfurt. Die Ausstellung in Frankfurt rückt demgegenüber die internationale Genese des filmischen Surrealismus in den Fokus. Das Filmmuseum zeigt die Anfänge des Surrealismus in den 20er und 30er Jahren, seine Ausbreitung von Paris aus in die Welt und gewährt Einblick in die surrealistische Geisteshaltung. Einen weiteren berühmten Film haben wir ja eben ausschnittweise gesehen. Im Verbund mit den zeitgenössischen Filmkunstwerken auf dem Platanenhain der Mathildenhöhe entsteht so ein Gesamtbild dieser bedeutenden Strömung der europäischen Kunst. Gewissermaßen Surrealismus in Geschichte und Gegenwart. Das Ergebnis kann, ähnlich wie bei Phänomen Expressionismus und Impulsromantik, eine Neuentdeckung sein. Ohne Zweifel wird die auch von verschiedenen anderen Förderern unterstützte Gesamtschau überregionale Strahlkraft entfalten und damit zum Profil der Region nachhaltig beitragen. Das Institut Mathildenhöhe und das Deutsche Filminstitut zeigen mit Unterstützung des Kulturfonds einmal mehr, dass sie zu den bedeutenden Ausstellungshäusern nicht nur der Region gehören. Doch nun wünscht der Kulturfonds Frau Dillmann, Frau Plappert und ihrem Team erst einmal viel Erfolg und viele begeisterte Besucherinnen und Besucher. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Leihgeber, liebe Gäste, liebes Team. Wunderbar, dass der Surrealismus heute noch so viele Anhängerinnen und Anhänger hat. Sie erinnern sich, mit Ihrer Teilnahme bekennen Sie sich. Ich begrüße Sie also sehr herzlich, die Sie sich überzeugt zu den Inhalten des ersten surrealistischen Manifests bekennen. Für alle Spätentschlossenen hatten wir ja die Hauptinhalte noch einmal auf der Leinwand im EG eingeblendet. Sie suchen noch nach Gründen, warum es sich lohnen könnte, Ihr Leben konsequent in der surrealistischen Geisteshaltung zu leben? Ich lege Ihnen Vítězslav Nezvals irrationale Definition von 1939 ans Herz. Ich bin Surrealist wegen des Schreis aus dem Traum. Wegen des Schreis aus dem Traum, damit die Folterkammer des Menschengeheimnisses aufgeht.
wegen des Schreis aus dem Traum, wegen des Schlüssels zur Kindheit, wegen des Schlüsselloches zur Nacht, wegen des Hasses auf den Spiegel, wegen des am Bettrand zerschlagenen Kopfes, wegen der Gespenster im Sack, wegen der Mehltruhe und der Kupferstiche aus Schauerromanen, wegen des zugeklappten Buchs auf dem hohen Schrank, wegen der Preisliste orthopädischer Waren, wegen des Rätsels des löchrigen Baststuhls, wegen der Geräusche im Schornstein, wegen des hostienverstimmten Magens, wegen des Mundgeruchs des Beichtvaters, wegen der Freude an Zielscheiben in Form von Polizistennasen, wegen des Donnerstags am Sonntag, wegen des Sauerkrauts der Kasernenmauern, wegen der Wut auf das Liebesrotwelsch, wegen der Langeweile der Lügen, wegen der Lächerlichkeit des Egoismus, wegen der Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod, wegen der Unnützigkeit des Reisens, wegen der Hellsichtigkeit der Freundschaft, wegen der Sonne mit der Krone der Nacht, die André Breton ist, wegen des Morgensterns, der Paul Éluard ist, wegen des Fernrohrs und Mikroskops seiner Gedichte, wegen der brennenden Pechkränze der Bilder von Benjamin Perret, wegen des Kolumbus-Eis der Collagen Max Ernsts, wegen der Seismographen Man Rays, wegen der Botschaft der Flora anderer Planeten in den Bildern von Yves Tanguy, wegen der umgedrehten Inquisition, die Salvador Dali ist, wegen der Labsal im Aug aller übrigen Surrealisten, wegen der langen Nächte meiner Prager Freunde, wegen der klassenlosen Gesellschaft, wegen der Schönheit, die konvulsiv entweder oder gar nicht sein wird. Wegen all dieser Gründe und auch ganz ohne Lyrik, der Surrealismus ist für mich eine der grundlegenden und interessantesten künstlerischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Auch weil er eben nicht nur eine künstlerische ist. Für die Gruppe der Surrealisten war ihr Bekenntnis zum Surrealismus eines zu einer Lebenseinstellung. Breton hatte 1935 geschrieben, die Welt verändern, hat Marx gesagt. Das Leben ändern, hat Rimbaud gesagt. Diese beiden Losungen gehen für uns zusammen. Die Kunst revolutionieren, so könnte man anfügen, war ein Nebeneffekt dieser Grundeinstellung. Mit der Aneignung und Umwidmung bestehender künstlerischer Techniken, mit der Entwicklung neuer Techniken, in denen der Zufall eine bedeutende Rolle spielte, mit aufwendig inszenierten Ausstellungen zur Präsentation surrealistischer Arbeiten. Damit erweiterten die Surrealisten das bestehende Vokabular künstlerischen Schaffens. Ihre Versuche, den Zufall in der künstlerischen Produktion zuzulassen, in der Fotografie und der bildenden Kunst, in ihren automatischen Schriften, diese Versuche fanden ihr Äquivalent in den Traumaufzeichnungen, die sie regelmäßig in ihrer Zeitschrift La Révolution Surrealiste, die surrealistische Revolution, veröffentlichten. Ich gehe einen Schritt zurück. Noch ehe die Surrealisten sich zur surrealistischen Gruppe zusammenfanden, waren sie Liebhaber des Kinos. Und der gemeinsame Kinobesuch nach Gründung ihrer Gruppe war für die Mitglieder später mehr als nur Freizeitvergnügen. Paul Éluard beschreibt ihn als polarisierende Erfahrung. Zu dieser Zeit, als wir mit einigen Freunden sehr häufig ins Kino gegangen sind, trat ein seltsames Phänomen auf. Üblicherweise waren wir uns in nahezu allen Dingen einig, aber nie, wenn es um das Kino ging. Es gab nie vergleichbar endlose, erbarmungslose Diskussionen wie über die Filme, die wir gesehen hatten. Es lag nahe, dass die Surrealisten versuchten, selbst Filme zu drehen. Mehrere Filme aus ihren Reihen gingen dem nun schon mehrfach genannten und auch schon ausschnittsweise gezeigten Un chien andalou voraus. Keiner fand die uneingeschränkte Zustimmung der Gruppe. Man Rays Filmgedicht L'Étoile de Mer, der Seestern, zum Beispiel, erhielt bestenfalls laue Reaktionen. Germaine Dulacs Verfilmung von Antonin Artauds Drehbuch Die Muschel und der Kleriker, La Coquille et le Clergyman,
erlebte den unbarmherzigen Komplettverriss durch die Gruppe. Trotzdem haben die Surrealisten nicht aufgehört, Filme zu machen, zum Glück, und ist die Filmproduktion der Surrealisten vor allem eins: experimentierfreudig. Alles, was das Wunderbare und Irrationale vermittelt, was hinter den ersten Augenschein blickt, was Annahmen und Normen, Werte unterwandert, wird umgesetzt. Seien es dokumentierende Aufnahmen mit gegensätzlich kommentierenden Sprechern, seien es kompilierte Filme, die zufällig vorgefundenes Filmmaterial nutzen, wie in der Collage gibt es für das surrealistische Filmschaffen keine Beschränkung im Ausgangsmaterial. Sie kreieren so eine veränderte, eine verformte Weltwahrnehmung. Sie be- und entschleunigen, sie kontrastieren und lassen verschwinden und verschwimmen. Sie suchen die unmöglichsten Bilder und montieren sie aneinander. Und sie befördern damit ein Wechselspiel zwischen den Künsten. Gerade im Surrealismus beeinflusste der Film selbst nämlich auch das Schaffen der bildenden Künstler. Es gibt einerseits und natürlich den surrealistischen Film, aber er ist lediglich ein Teil dessen, was unsere Ausstellung als filmischen Surrealismus zeigen möchte. Denn erstmals in der Kunstgeschichte spielte Film auch für die anerkannten Künste eine zentrale Rolle. Fotokollagen mit Aufnahmen von Filmstars, fotoromanartige Bild-Text-Zusammenstellungen, Kino auf Papier und unverfilmbare Drehbücher. Ähnliche Motive, ähnliche Formen. In der Ausstellung werden Sie neben den Filmen originale Fotografien und Fotogramme sehen. Wir versammeln Collagen und Zeichnungen, Drehbücher, programmatische Texte und Pamphlete. All diese Eindrücke werden Sie mitnehmen auf eine Welt- und Zeitreise. Denn mit der weltweiten Verbreitung des Surrealismus ging die weltweite Verbreitung seiner filmischen Ideen und seines filmischen Interesses einher. Ich muss Sie warnen, die Ausstellung ist voll. Wie sich ihr also am besten nähern? Vergessen Sie Effektivität und Rationalität. Folgen Sie André Breton. Der Leiter der französischen Gruppe beschrieb in einem seiner späteren Texte seine Kinoerfahrungen im Nantes des Ersten Weltkriegs 1917-18. Wir schätzten nichts mehr als den Sprung ins Kino, während dort lief, was eben gerade lief. Zu irgendeinem Zeitpunkt während des Films. Und wir verließen den Saal beim ersten Zeichen von Langeweile oder Überdruss. Nur um in dem nächsten Saal zu eilen, wo wir ganz genauso verfuhren und so weiter. Unnötig zu erwähnen, dass wir mehr als einmal unsere Sitze verließen, ohne auch nur den Namen des Films zu wissen. Sehen Sie diese Ausstellung wie den Sprung ins Kino und kommen Sie aufgeladen von Eindrücken wieder heraus. Denken Sie tagelang darüber nach. Und ich schlage vor, Sie kommen wieder, um weitere Filmausschnitte zu sehen oder um die Filmreihe zu besuchen, die surrealistische Filme von damals bis heute, von Juni bis November zeigt. Diese Filme, sie machen immer Spaß, sie stoßen ab, sie begeistern und schockieren. Denn der Surrealismus, er liegt auch nach mehr als 80 Jahren nicht fein seziert und übersichtlich vor uns. Das heißt aber auch, er liegt noch nicht hinter uns. Bin noch nicht fertig. Nicht zuletzt, es wurde bereits gesagt, aber noch nicht von mir. Auch ich bedanke mich sehr herzlich bei allen unseren Unterstützern, Leihgebern, Beratern, Helfern und Sympathisanten, bei den Gestaltern, dem Bauteam, bei der Leitung und bei den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Filminstituts. Danke, Natascha, Frauke, Caro, Marie, Daniela, Tine, Christian, Aissé, Maria, Thomas, Torgel und Thorsten, Tim, Ismail, Susanne und Antonio. Und hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Projektpraktikantinnen, bei Jasper, Eva, Kira und Felicitas, die außerdem die heutige Eröffnung mitorganisiert hat. Sie alle haben uns voller Einsatzbereitschaft, voller Genauigkeit und Begeisterung unterstützt. Ich bedanke mich bei Olaf Möller für zahlreiche Tipps, Hinweise und Adressen im Lauf der Recherchen. Ich habe sie nicht alle umgesetzt, aber jeder neue Name, jeder neue Film hat mir eine kleine neue Welt eröffnet. Danke. Und
Und das eigentlich vor allem. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken. Für Ideen und Inspiration, für Selbstständigkeit und Diskussionsbereitschaft, für Unterstützung und ehrliche Kritik, für inhaltliches Wissen, für immer gute Laune und für die langen gemeinsamen Nächte in der Endphase. Danke, Jessica. Danke, Eva. Danke, Svetlana. Merci, mesdames. Die Ausstellung ist jetzt eröffnet und das Buffet auch. Wir haben die Unterstützung von FPS Catering, de Moisy und Maison Lanz für den Wein erhalten. Und mir bleibt noch, Ihnen einen wunderschönen Abend zu wünschen.